Diesmal eine kleine Idee für eine Elektronik, die sich wie eine leistungsstarke Z-Diode verhält. Dabei ist die Z-Spannung von etwa 4 bis 45 Volt einstellbar und es sind bis zu 10 Watt Verlustleistung erlaubt. Als Referenzspannungsquelle dient eine Kleinleistungs-Z-Diode, durch die nur ein sehr geringer Strom fließt. Die Spannung am Ausgang der Ersatzschaltung wird über R1 eingestellt. Sobald die Durchbruchspannung der Z-Diode erreicht ist, fließt ein Basisstrom an Transistor 1, wodurch auch die anderen Transistoren leitend werden. Die Maximalwerte für den Strom und die Verlustleistung am Ausgang werden vor allem von Transistor 3 bestimmt. Ohne Kühlkörper entspricht die Schaltung einer 2 Watt Z-Diode. Mit ausreichender Kühlung des Leistungstransistors wird eine 10 Watt Z-Diode nachgebildet. Beginnen wir mit rund 15 Volt und fangen wir an, die Last etwas zu vergrößern und beobachten die Ausgangsspannung. Und wir haben jetzt den Laststrom mehr als verzehnfacht und die Ausgangsspannung hat sich nur unwesentlich verändert. Versuchen wir es noch mit einer anderen Spannung. Ich stelle die Z-Diode mal auf, sagen wir mal 9 Volt etwa ein. Und auch hier der Test mit der Lastvergrößerung. Ups, das war schon ein bisschen viel. Ja, über 200 mA von vorher, ja, nicht mal 20 mA. Und die Spannung hat sich auch hier nur unwesentlich verändert. Die kleinste Spannung, die sich einstellen lässt, sind knapp 4,5 Volt. Und auch hier lässt sich die Spannung ziemlich stabil halten. Die Schaltung lässt sich bei entsprechender Bauelementeauswahl auch für höhere Spannungen und Leistungen dimensionieren. Wenn euch der kleine Tipp gefallen hat, abonniert den Kanal für mehr davon und hinterlasst ein nettes Feedback.